Freue ich mich, na toll, jetzt komme ich da nicht hoch oder was? Ach, was? Da fängt ja schon mal gut an. So. So, jetzt müssen wir wieder aufs Pferd satteln, weil mit dem Rochen, da passt man ja nicht durch diese kleine Tür. Ich frage mich, ob Blizzard das irgendwann mal ändern wird, dass hier ein paar größere Tore da sind. Huch. Dass man da auch mal richtig ordentlich durchfliegen kann. So, mal gucken, wie lange wir denn auf unser lustiges Taxi warten müssen. Und es steht schon mal nicht da. Schade aber auch. Ja, dadurch, dass ja das Internet 10 Tage später als überhaupt gedacht freigeschalten wird, verzögert sich ja hier quasi alles. Es sind sogar ein paar Tage ohne WoW. Das fand ich total mies. Also ich habe zu Hause nicht mehr geschafft zum Uploaden. Beziehungsweise musste ja zwischendurch nochmal eine kleine Session einschieben zum Aufnehmen. Und ja, das hat mir jetzt einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht, verdammt. Und die haben heute, weil ich nehme mir das ja mit einem zusammen, das Internet, hatten die heute versucht, den nochmal anzurufen, aber da wir ja im Unterricht saßen, kann er nicht einfach mal so spontan hingehen. Also ist er rausgegangen und während er rausgegangen ist, in diesen zweimal Anklingen, hatten die schon wieder aufgelegt. Also ich hoffe mal nicht, dass da jetzt irgendwas noch sich verkompliziert und noch später das Internet freigeschalten wird. Weil ich komme quasi erst nächste Woche Freitag, komme ich erst wieder zum Uploaden, falls das der Fall ist. Also da kann ich definitiv wieder uploaden, weil da bin ich mal wieder zu Hause. Aber man weiß ja, man kann nicht so viel auf einmal uploaden, vor allem nicht, wenn man nicht die schnellste Verbindung hat. Hallo. Und ja, Priorität hat dann natürlich WoW, weil Minecraft, da habe ich noch relativ viele Folgen im Vorrat. Aber WoW, ja, da muss ich mich ranhalten. Battlefield wollte ich ja auch aufnehmen, aber wurde natürlich auch einen Strich durchgemacht. Das ist toll, wie sehr quasi alles am Internetanbieter hängt, ne? Naja. So, ich wäre dann doch recht froh, wenn hier langsam mal der lustige Zeppelin auftauchen würde. Hallo. Welcher war das, den man ansprechen musste? Ihn hier. Zeit ist So, Geld. wo befindet sich denn gerade der Zeppelin? Er müsste gerade in Ogrimmar gestartet Bleibt sein. nicht Sehr drauf. schön. Das heißt, er müsste jetzt eigentlich jeden Moment hier sein. So, hat er mich immer noch in Target? Ja, hat er. Ach, guck mal, wer da kommt. So, huch, lass mich. So, und wir können los. Ich bin da. So, ich hoffe mal, das klappt jetzt dann alles so, wie ich mir das vorstelle. Bin mal gespannt. Wenn wir denn irgendwann in diesem Jahrhundert dennoch losfliegen möchten, hallo, muss ich jetzt selber fliegen oder fliegt ihr von selber los? Hallo? Die Donnersturm. Haben schon lustige Namen, die Schiffe. Hallo, ich möchte gerne los. Haben nicht ewig Zeit. Haben hier ein Special, was wir vorbereiten müssen. Ah, es geht los. Sehr schön. Freue ich mich. So, ich hoffe mal, also ich habe schon so ein paar Grundeinstellungen am Mikro gemacht. Also so von wegen Lautstärke und so weiter. Ich hoffe mal, die Nebengeräusche, die lassen sich dann noch ein bisschen mit abschwächen durch dann hier die Rauschunterdrückung. Man wird sehen. Und vor allem von der Qualität dann vom fertigen Video, da bin ich ja schon gespannt drauf, wie das denn wird. So.
Mal gucken, dass wir hier noch so einen Erfolg kriegen. Ach Mist, der war, glaube ich, falsch. Das sind... Oh Mist. Ja, der war sehr falsch, verdammt. So, wir starten Teil der Weisheit. Mal gucken, ob wir das so hinbekommen, wie ich mir das vorstelle. So. Ja, da sind wir jetzt einfach mal durch Eigendummheit gestorben. Ist natürlich jetzt extremst peinlich. Ach ja. Wie schaut es denn eigentlich in unserem Inventar aus? Da schaut es eigentlich ganz gut aus. Da ja momentan Dunkelmond-Jahrmarkt ist, würde ich sagen, könnten wir eigentlich den energiegetränkten Kristall gleich nochmal verkaufen. Weil der wird bestimmt einiges an Monetas bringen. Jetzt ist die Frage, wie komme ich denn da normal hoch? Eieiei. Weil von hier unten denke ich nicht, dass man... Nee. Na tolle Wurst, wie komme ich denn da hoch, verdammt? Ja, das hilft nichts, dann müssen wir wohl schnell uns beim Geistheiler beleben. Oh Mann. So, wir haben das Teil der Weisheit entdeckt, wie toll. Ja, so toll ist es gar nicht. Accountweites Reittier. Es funktioniert jetzt mit Reittieren, mit Haustieren und mit allem Möglichen. Schon ganz geil. So, weil eigentlich wollte ich hier diesen lustig tollen Erfolg. Wie tief kann man fallen? Da habe ich mir gedacht, huch. Müsste es ja eigentlich hier so dann die ideale Höhe sein, weil hier sind wir jetzt nicht gar so hoch, ne? Müsste eigentlich funktionieren, ne? Noch ein Stückchen runter. Sind das 75 Meter? Ich kann das nur schlecht abschätzen im WoW. Schauen wir mal. Ach was. Na gut, dann lasse ich das jetzt einfach. So, tut mir leid, müssen schon wieder laufen. Ist jetzt eigentlich einen schnelleren Weg als das? Nein. Wir könnten... Huch. Ja. Ja, tut mir leid, aber das musste jetzt einfach sein. Ihr werdet mich schon verstehen. Für alle, die jetzt sagen, Kackgrube, wartet ab. So, pacen wir mal in der Ego-Ansicht hier durch die Gegend. Njong. So, und da hinten, da sind wir dann auch schon gestorben. Also ich weiß nicht, WoW, das wäre glaube ich nie ein Game, was ich in Ego-Ansicht zocken könnte. Da ist das dann doch ein bisschen zu steif alles, weißt du? So, und ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal an. Und dann geht's auch quasi schon los mit dem Special. Ich fühle mich mächtiger denn je. Junge, Junge, Junge. Ja, so schaut's aus. Das kleine Special wird mit einem weiteren Hexer gemacht. So, achso, ich sollte mich vielleicht nochmal fix durchbuffen. So. Und zwar, das kleine Special schaut aus wie folgt. Wir werden Onyxia im 25er-Modus mal tierisch eine verbrezen. Nebenbei haben wir natürlich auch die Chance auf das Mount von Onyxia. Und da kann man vielleicht auch dem einen oder anderen mal zeigen, wie denn Onyxia so war früher. Klar, sie haben damals von Stufe 60 auf Stufe 80 angehoben. War ganz lustig. Also wenn man sie dann zu 60er Zeit noch gelegt hatte, bekam man dann einen, wie ist der Erfolg? Eine Heldentat und die nannte sich, wie nannte sich die?
Momentchen, ich schau gerade. Hier, Onyxias Hort Stufe 60 hat man dann bekommen. Wenn man bezwingt die klassische Stufe 60 Version von Onyxia. Das war damals natürlich auf Stufe 60 alles ein bisschen anders. Also nicht von der Taktik her, sondern so von den Lives her und so weiter. Und damit ihr mal wisst, wo wir uns hinbewegen, wir müssen dazu hier in die Düstermarschen, in den Drachensumpf und hier unten ist dann Onyxias Hort. Jetzt kann ich leider nicht mehr zu 100% sagen, ob es denn früher einmal eine Prequest dafür gab oder nicht. Das weiß ich nicht. Ich weiß, wenn man Onyxia früher machen wollte, hat man diesen... Ach nee, das war dann für BBL den Onyxia Schuppenumhang. Das ist ein Umhang gewesen, den man haben musste, weil sonst hat einen das Feuer weggeprezt. Aber für Onyxia war, glaube ich, so nichts. Ist ja auch schon ein paar Jährchen her, nicht wahr? Nun, als 200. Folge habe ich mir dann gedacht, ja, da es mit den Haustieren nicht funktioniert, was machst du? Fängst du an, mal so mit den ganzen alten, ja, nicht Instanzen, sondern eher mal mit den Schlachtzügen, weil die Instanzen, die kann man dann mit den eigenen, Sekunde, ich muss hier mal ganz kurz, Hallo sagen. So, wo war ich gerade? Achso, genau. Die kann man dann mit den 90er Hexer, da kann man dann mal schnell durchpacen. Also das ist dann weniger problematisch. Aber Schlachtzüge und so weiter möchte ich doch mit einem besser ausgestatteten Char machen. Und da kommen Hexer, Jäger, sonst was kommt da in Frage. Und da habe ich mich natürlich für den Hexer entschieden. Wieso, habe ich ja schon mal erklärt. Halt, da fahre ich falsch. Da lang geht's. Achso, für alle, die es nicht wissen, guck mal, was aus dem tollen Terramor geworden ist. Das haben wir in die Hölle gebombt. Toll, nicht wahr? So, weiter geht das. So, da müssen wir leicht in diese Richtung. So, viele machen den ja im 10er alleine und im 10er, was hatten die da? Ich glaube, knapp 4 Millionen Leben ungefähr. Im 25er-Modus hat sie 22 Millionen Leben und droppt natürlich auch noch ein paar andere Sachen. Also zum einen kann man das selbstverständlich als Style-Equip benutzen. Und zum anderen hat man natürlich die Chance auf den Drachen, wie schon erwähnt. Und ja, den farm ich schon eine ganze Zeit lang, den Drachen, und habe ihn noch nicht erhalten, leider Gottes. Hat ja auch eine Drop-Chance von, ich glaube, 0,5% waren das, also relativ gering. So, und Momentchen, da kann ich mal kurz noch zeigen, wo es denn genau ist. Hier ist so ein lustiges Maul, Klaue, irgendwas und dort befindet sich Onyxias Tor und dann kann man hinein in den Schlund von Onyxia. So, mal eben ganz fix hier den Ladescreen abgewartet. Und dann fangen wir auch schon an. Wir stellen uns hier mal fix einen Gesundheitsstein her. Den werden wir, denke ich mal, definitiv brauchen. Vor allem dann in der Bomberphase. Hier rechts kann man abkürzen. Hier geht so eine kleine Spirale nach unten. Wenn man hier runterhüpft, kann man sich so ein bisschen Weg sparen. Vor allem, wenn man dann mal wieder tot in der Ecke gelegen hat, war das sehr nett. Das ist zu weit entfernt. Ja, ist es. So, und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. So, wie man sieht, hier haben die Mobs schon knapp 1,9 Millionen Leben. Also wirklich ganz ohne ist es nicht. Klar, mit einem Tankparler oder sowas in der Richtung ist das natürlich als Pillepalle und einfach. Oder mit einem DK wäre es natürlich noch einfacher durch sein Self-Heal. Ah, wie schon erwähnt, ich habe keinen DK und von daher benutze ich den Hexer, weil der eigentlich so mit dem schönsten Self-Heal hat, wie ich persönlich finde. So, was natürlich auch gut ist, während wir hier die Typen platt machen, können wir uns gemütlich die Funken aufladen. Immer schön drauf als looten, auch wenn der physische Loot, sag ich mal, nicht so toll ist. Ist jetzt nichts Besonderes, aber man kann es immerhin verkaufen und das Ding bringt 60 Silber.
Ja, was natürlich dann, wenn man alleine hier in Raids umhereiert, wichtig ist, ist dann natürlich hier die Seelenverbindung. Dadurch geht der Dämon schon mal nicht hops. So, wie man sieht, Stufe 60 ist vorbei. Die haben jetzt Level 80 Elite, die lustigen Drachkins. Weil früher konnte man das mit einem 80er machen und mit einem 85er war es dann wieder vorbei. Weil die hatten ja während der 80er Zeit das hier angehoben. Da war es dann natürlich auch vorbei, dass man selber mit einem 80er hier rein konnte. Ist natürlich klar, ne? So, ich muss mal gucken. Vielleicht kriege ich ja heute nochmal einen ganzen Arm voll Aufnahmen hin. Was ich eigentlich machen müsste, denn das Wochenende ist eigentlich komplett mit Lernen verplant. Und dann kann ich jetzt gemütlich ein bisschen was aufnehmen. Beziehungsweise dann heute Nacht. Und wenn ich dann zu Hause bin, das alles uploaden lassen, weil da ist wieder alles komplett mit Lernen verplant. Weil jetzt geht es ja so ganz hart auf die Prüfungen zu. So, hier sieht man Onyxia schlafen, 22,31 Millionen Leben. Nicht ganz ohne, aber das ist eigentlich nur ein Ausdauerfight. Und ich würde sagen, wir fangen an. So, was man nicht machen sollte, ist das, was ich jetzt gerade mache, hier so beim Schwanz rumstehen. Weil, damit schlägt es ja auch ganz gerne mal ein bisschen. Und wenn ihr dann durch die Gegend fliegst, ist das total unpraktisch, weil da kannst du hier runterfliegen und da unten sind Eier. So, wenn du jetzt in diese scheiß Eier reinfällst, hast du das Problem, dass da überall diese kleinen Drachen rausspawnen. So, und wenn die mal anfangen zu spawnen, hast du die natürlich am Hals. Und das ist alles zusätzlicher Schaden, den du natürlich überhaupt nicht gebrauchen kannst. So, wir spielen die einfach mal ganz gemütlich runter. Jetzt kommt dann die erste Phase, wo sie dann abhebt. Und in der Abhebephase, da kommen von links und rechts lauter Ads und von hinten kommt dann auch noch ein großes Ad. Das ist eigentlich relativ einfach zu meistern. Deshalb spare ich mir momentan auch noch Abyssal. Weil die brauche ich dann eben für diese Ad-Phase. Hier nicht weggehen. So, ich habe leider keine prozentuale Anzeige. Wie viel Prozent Life die hat, da müsste ich einfach mal hier so. Ich glaube, bei 75 ist er abgehoben, so ungefähr um den Dreh. Und wie man sieht, durch den Self-Heal, unser Dämon, der behält schön brav sein Leben. Wir behalten gleichzeitig auch unser Leben. So, und eigentlich sollte die fette Dame jetzt langsam mal abheben. So, ich kann mal ein bisschen rausrollen, dass man mal sieht, wie groß der Bus hier eigentlich ist. So, da haben wir sie schon mal auf 15 Millionen runter. So, ich spare meine Funken absichtlich auf. Für jetzt. So, weil hier kommen jetzt, man sieht schon die ersten roten Punkte. Die ersten Ads sind da. Das heißt für uns, wir müssen jetzt ordentlich anfangen zu bomben. So, und dann holen wir auch Abyssal dazu, wenn sie da sind. So. So. Erster Zeitpunkt zum Leben regenerieren. Kann man die mal alle mit dem Schattenfuhrer eine Runde stunnen. So, und jetzt sollten sie langsam alle mal umfallen. Sehr schön. Ach, da haben wir gleich mal ein Ad. Das hat natürlich noch Priorität. Wenn Captain Blaue Wolke sich bitte mit einmischen möchte, danke.
So, Nyxia atmet ein. Das heißt, alles, was ihr jetzt im Weg steht, wird einfach mal verbrannt. Wir bewegen uns ein Stück mit ihr, zünden und hauen die Chaosblitze raus. Damit die auch möglichst bald wieder landet, die dumme Nuss. So, Funken, Funken sind aufgebraucht. Da kommt schon das nächste Ad. So, immer gucken, wo sie hinguckt, weil die kann nämlich auch von quer nach schräg fliegen. Hallo, Captain Blaue Wolke, Hilfe! So, und weiter geht's. Das ist zu weit entfernt. Wie man sieht, kein Enrage-Timer. Oh nein, lasst mich doch. So, na dann kommt mal ran hier. Immer schön fleißig bomben. So, Nyxia atmet wieder ein. Ich weiß nicht, wo sie gerade steht. Deshalb entfernen wir uns mal ein Stück. Und da kommt schon wieder ein Dicker. So, die restlichen Ads, die werden jetzt, hoffe ich mal, durch den Feuerregen noch draufgehen. Nicht ganz. Dann machen wir das so und so. So, diesen lustigen Flammenkreis, den man da sieht, hat man ja gerade gesehen, ist der AE-Effekt gewesen. So, und hier geht's lustig munter weiter. 16 Sekunden noch, dann starten wir wieder unseren nächsten Burst-Timer. Da kommt schon wieder das nächste Ad. Hier, komm, machen wir fix platt und dann starten wir den nächsten Burst-Angriff. Ads kommen gerade keine, das ist gut so. Wenn sie jetzt einatmen, müssen wir uns mal ein Stückchen darüber bewegen. Ja, die Flammen, wenn mich treffen, macht nichts. Den Erfolg, den brauchen wir eh nicht. So, ach nein, jetzt kommen schon wieder Ads. So, dann pass auf. Wir folgen einmal fix. Hauen den Chaosblitz raus und dann hilft ja nichts, nicht wahr? So, wieder schön brav bomben. So, wo ist so Nyxia? Ich hab's aus den Augen verloren. Da ist sie. Komm her. Ah, schon wieder ein Ad. So, auf den hauen wir jetzt erstmal diesen hier. Und dann hauen wir einen Chaosblitz raus. Oh, scheiße, und ich stehe voll drin. So, was der blöde Welpe hier will, weiß ich gar nicht. Na komm, gib mir. So, weiter auf von Nyxia ballern. Ich bin außer Reichweite. So, stirb. So, jetzt gibt's hier mal wieder ein paar Chaosblitze. Oh Mann. Oh, sie atmet wieder ein, von quer nach schräg. Und schon wieder jetzt, wie ich's hasse. Kann die fette Kuh jetzt nicht langsam mal landen? So, wir sollten uns dennoch wieder in ihre Richtung begeben. Ah, sie landet. Sehr schön. So, da ist das Mana mal kurz an. Na? Ah, nein. Jetzt fängt das Gefiere an. Das hasse ich zum Beispiel. So, wir haben ja zum Glück noch ein paar Lutschkiesel. Verdammt. Komm schon. So, und dann bursten wir. Ach scheiße, er fehlt jetzt noch ein bisschen. Na gut, dann machen wir so.
So, kommt den einen auch noch. Ah, dieses mistige 4. So. Da sind es ja nicht mehr allzu viele Millionen, die sie hat. Das kann man jetzt eigentlich schön gemütlich runterspielen, weil ich glaube, jetzt kommen gar keine Ads mehr. Aber das kann ich mit Gewissheit erst nach dem Kampf sagen. Ah. Hallo? Wollte schon sagen, steht genau vor mir der Bus und ich treffe ihn nicht. Wieder verängstigt und es kommen keine Ads mehr, wie man sieht. Oh, weg vom Schwanz. Das wäre jetzt voll uncool, wenn es mich dann noch irgendwo hin wegbrät. So, und aktivieren wir halt nochmal unsere Jungs hier. Dann dürfte es das eigentlich auch schon gewesen sein für die Dame. Allzu viel hat sie dann nicht mehr. So, 200.000, 70.000, 60.000 und da liegt sie im Dreck. So, na, gucken wir mal ganz fix in den Loot. Also 8 Gold hat es gegeben, einen aschgrauer Sack voller Edelsteine, das sind natürlich die 80er Steine. Ein fließendes Saphirontuch in dezentem Blau. Einen Kettenkopf. Dann einen Plattenkopf. Einen vergrößerten Rucksack mit 22 Plätzen und Onyxers Kopf, der eine Quest startet. Ja, die Quest, die kann ich euch leider Gottes nicht zeigen, da ich die schon vor, ich weiß gar nicht wann gemacht habe, aber gemacht wurde. Von daher kann ich sie leider nicht nochmal starten. Jetzt habt ihr mal gesehen, was es ungefähr gibt. Und wenn ich mal in den Atlas Loot hineinschaue, Onyxia, Beute 25 Spielermodus, da gibt es noch jede Menge Zeugs, zum Beispiel Aurora der Erhabenheit. Das ist hier, na, komm mal her. Für, ich glaube, Priester war das, genau. Dann haben wir dasselbe nochmal für den Priester. Die schöne Schädelkappe der Nemesis. Den Magierkopf. Und eigentlich für jede Klasse, das finde ich total geil, das Hirschgeweih. Gibt es hier eigentlich allmögliches Geraffel. Hier für den Hunter. Das ist für was ist denn das? Für den Krieger. Für den Todesritter. Mussten sie ja einfügen. Weil ab da gab es ja dann den Todesritter. Und wenn man auf der zweiten Seite einmal guckt, die Züge des Drachen von Onyxia. Leider, leider nicht getroppt. Ich hätte mich gefreut wie ein Schnitzel. Da hätte ich wahrscheinlich mal voll hier in das Mikro reingeplärt. Eine Schusswaffe, eine Stangenwaffe. Was haben wir da? Noch eine Stangenwaffe, eine Axt und das schaut ja eigentlich ganz nett aus, das Schwert, ne? Noch ein Schwert und das und lauter Gerödel, was man halt so alles findet, nicht wahr? So, dann bewegen wir uns dann hintern mal rauswärts. Und kleinen Moment mal, ich muss mal eben kurzerhand gucken. Scheiße, die Zeitanzeige funktioniert mal wieder nicht, dass ich mal gucken hätte können, wie lange dieses ominöse Special denn jetzt läuft. Ja, jetzt ist die Frage, zeige ich euch noch was oder zeige ich euch jetzt nichts mehr? Nee, ich würde sagen, die ganzen anderen Raids, die gibt es dann in den separaten Specials. Für Folge 200 soll es jetzt das hier in erster Linie erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Etc, etc. Hast du nicht gesehen, Hissen, weiß Bescheid. War für mich auch mal jetzt eine ganz gute Gelegenheit, mal nachzugucken, wie denn das Mikro hier jetzt dann abschneidet, wenn dann das Video komplett fertiggestellt ist. Und des Weiteren
ja, musste ich sowieso produzieren. Es hätte nichts geholfen. Und ja, wie gesagt, das mit den Haustieren, das steht noch. Sobald ich wieder komplett quasi festes Internet habe, wo ich sagen kann, yo, da kannst du dann auch mit einem MTS mal kurz labern oder sowas. Da läuft das. Da findet es dann auch statt. Außer es möchte natürlich keiner MTS labern, dann gibt es natürlich kein Teamspeak separat. Und ja, ich düdel jetzt mal hier zurück nach Okrema, beziehungsweise ich kann mich auch direkt einmal fix hin teleportieren. Lass mich hier in Ruhe. Und du auch. Sehr schön. So, dann teleportieren wir uns mal zurück zu unserem Heimatort. So, ich bedanke mich hier fürs Zugucken der 200. Folge und würde sagen, in der nächsten Folge geht's dann wieder ganz normal weiter mit unserem Hexenmeister. Also nicht mit ihm hier, sondern mit uns selbst. Und dann auch wieder richtig, ohne dass wir hier künstlich sterben müssen und so ein Mumpitz. Und ja, würde sagen, bis dann, schöne Zeit und tschüssi!